Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin gerade hier auf der Mauer von den Icken und wir haben die zwei Kristalle schon von den Sylten geklaut. Und jetzt müssen wir hier richtig aufräumen. Oh. Ja, ich habe vorher gerade die Quest mit den 20 Spielern aus Ignis besiegen gemacht. Und ja, räume weiterhin gut auf mit den anderen natürlich zusammen. Ich kann leider nicht viel Schaden anrichten, aber immerhin bekomme ich dadurch EP und dann auch dadurch kann ich danach mehr Schaden anrichten. Ja. Tun wir mal ein paar Pixel verteilen. Müssen halt die Heile zuerst, aber gut. Ach komm, stirb endlich. Die heilen einfach entgegen die ganze Zeit, bis sie kein Mana mehr haben. So. Ja, ich bekomme 2 Königgeistpunkte. Ich bekomme nur noch wenig Königgeistpunkte, weil ich so viel mit besiegt habe. Und wenn man mehrere Spieler tötet, also immer wieder tötet, dann bekommt man weniger. Und wahrscheinlich war er auch nicht so hoch. Ich habe es jetzt gar nicht bemerkt. Also, bekommen. Kommt jetzt, Leute. Jetzt können wir. Hoppla. Ja, ja. Ich will vorne raus. Holt die Kristalle! Kommt, meine Leute! Wir besiegen sie alle! Oh, den will ich besiegen. Oh, das ist eine Schlange. Gut. Boah. Also was eins bei mir wieder in Chaos ausartet, ist die Konzentration. Habe ich vorher mich konzentrieren können und jetzt, wo ich gleichzeitig noch rede, ist meine Konzentration am Arsch. Aber gut. Man sieht auch nicht alles immer sofort. So. Oh, da hinten ist einer, aber den will ich nicht alleine besiegen. Nicht auf mich. Geht's noch? Der ist einfach auf mich fokussiert. Das geht mal gar nicht. Wo bleibt denn diese gute künstliche Intelligenz von Regnum? Das sind doch Spieler. Hätten nur die Gegner auch so eine Intelligenz wie bei Regnum. Aber es sind natürlich andere Spieler und dadurch fokussieren sie mich natürlich. Wieso ist der AFK und wieso killen wir den nicht? Lol? Ist der irgendwie, wie sagt man, der einfach gefriest? Also, dass er irgendwie Disconnect hat? Wir alle hinterherlaufen! Hey, bleib bei mir! Bleib bei mir! Ich hau ab. Gut, der ist tot, aber ich hatte nichts. Lol. Ich sterbe bald. Mann, die sind so andere, auf die andere Seite gegangen. Ja, lass mich doch! Hey, hallo! Mann, ich hasse diesen, genau diesen Stun. Der geht extrem lange. Was ist das Eich? Muss ich mal kurz schauen. Was? Manspeed? Ah, das ist der Gegner. Wo? Ablenkungsschuss war's, oder? Müsste Ablenkungsschuss sein. Müsste vom Jäger sein. Kann auch einer von mir sein, aber bei mir ist er nicht so lang. Aber bei mir heißt Ablenkung. Hä? Also kann auch von Bogenschützen sein. Nicht von Schütze. Oder ist er von Schützen?
benutzt die nie, dann weiß ich's nicht. Lasst mich mal in Ruhe, ich bin doch ein Armer, ein ganz... Ja, auseinanderreißen, geht's noch? So, einen haben wir mal, oder? Da ist er. Was, der schon so vorne? Gib mir mal bitte ein wenig Unterstützung. Nein, nicht zu mir. Nein, ich bin gleich tot. Okay, das nehme ich dir auch genug. Oh. Der unterstützt, also das ist der Eisendrache, der unterstützt uns irgendwie. Moment kurz. Wie war das bei Ignis? Wir gehen bei den Hütten rein, sind dann beim Rauskommen. Aber wieso? Das bringt ja überhaupt gar nichts, wenn die Drachen kommen. Wahrscheinlich braucht der Drache einfach so extrem lange. Das bringt es denen auch nichts mehr. Okay. Ja, das war eine kurze Vorstellung. Ich level noch ein bisschen. Es waren gerade ungefähr 7 Leute unten am Leveln. Da konnte ich nicht leveln. Dann bin ich eben mit ihnen gegangen. Habe jetzt gut gelevelt. Also ich habe jetzt wirklich von hier bis hier vorne habe ich gelevelt und sogar noch weiter vorne angefangen bei den Ingen zu leveln und ging eigentlich recht gut. Oh, der Gunnar Bergmann hat eine Auszeichnung erhalten. Todesopfer. Das will ich noch kurz schauen. Sterbt 50 Mal. Habe ich auch bekommen. Weil ich so extrem früh in die Warzone ging und immer von Jäger überrumpelt wurde. Die haben irgendwie aufgehört. Es gab jetzt wirklich nur noch sehr wenige Jäger. Wahrscheinlich haben sie das als Verzweiflungsakt gemacht und sind dann einfach zu uns gegangen, weil die Igen hatten ja die ganze Zeit die Hütten bombardiert. Und irgendwie haben die das einfach auf uns noch übertragen. Also, die ganze Zeit konnte ich nicht raus oder so. Weil ungefähr 50 mehr oder so High-Level-Schützen, Jäger dort waren und ja. Gut, aber momentan kein Problem. Oh, hier könnte ich eigentlich auch leben. Da war ich ja schon vor einem Level war ich hier am Level. Und bei den Wölfen habe ich ja die Reisquest gemacht, genau. So. Also eben, ich mache jetzt Pause. So, dass es auch weniger leckt, weil ich ja auf 60 FPS hochlade und so. Leckt es halt ein bisschen. Und, ja, einfach so ganz wenig Mini-Lags, also ganz Mikro-Lags. Die sehe ich vielleicht seht ihr es nicht so gut. Aber, mich stört es beim Aufnehmen, vor allem ich wahrscheinlich beim Zuschauen. Also das war jetzt nur ein, weil ich gerade etwas an etwas Gutes war, einen kurzen Aufnahme-Ding und der Rest des Partes kommt dann später. Also bei euch gleich, sofort. Tschüss. Ich muss ja gar nicht tschüss sagen. Bis gleich. Ja, toll, super. Die haben das schon komplettiert und ich bin noch unten im Leveln gewesen, hab da ein paar gute Sachen noch gefunden. Wo ist der andere Zeugs? Hier ist noch einer. Und ja, alles Kurzbögen, die ich nicht brauche. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Ich musste meiner Schwester bei den Katzen helfen. Konnte da nicht mal schnell genug merken, dass ich runter muss am PC. Okay. Diese armen Kätzchen, sie machen immer Scheiße. Schlimmer als jedes Kind, egal wie groß und klein. Da. Ganz kratz beim Auseinandermachen. Dann die Absperrung niedergerissen. So haben wir alles zugenagelt. So, komme ich jetzt am besten dort rein.
hat es nämlich einen Berg dazwischen. Ja, die sind wieder mal super effizient gewesen. Endlich mal. Nicht wieder mal, endlich mal. Und die Igen haben da ein paar Personalprobleme. Gut. Also an alle Eisen Glückwunsch. Wir haben hier super Arbeit geleistet. In der zweiten Invasion war ich gar nicht dabei, eben weil ich ja gearbeitet habe. Ein Kätzchen gehabt. Und ja, aber ich werde sicher ab Level 45 überall dabei sein. Wenn nicht gleich Mittag, Nachmittag oder so ist. Ich habe nur am Morgen und am Abend Zeit zum Aufnehmen. Weil ich ja Fußballer bin. Hey, Peter, was macht ihr hier? Hey, ich nehme auf. Ich nehme auf. Gut. All unter Kamera. Und der Fan so. Let me take a selfie. Mach mal ein Selfie. Mach mal ein Selfie. Jeez. Hat sogar geblitzt. So, wer haben wir denn hier noch? Lubaya. Captain Walker. Ui. Nesquik. Das ist doch ein Schweizer Produkt. Ah, das ist Ding Schoko. Schoko, Ding, wie sagt man? Milch. Milch mit Schoko. Also, Milch kommt rein. So, New. Warriux. Chikarata. Chikorita. Ist doch irgendwie der kleine. Die kleine Zwiebel oder so etwas. Die kleine Kartoffel. Weiß auch nicht. La Diva. Die Diva ist wieder hier. Hallo Diva. Oh, New York PD, okay. New York Police Department. Gonzales. Hey, lass mich rein. Also es wird wahrscheinlich wieder laggen. Das laggt immer da drin. Also nicht wundern, wenn ihr hier nur Dia-Shows seht. Ich hoffe, es ist nicht mehr so. Aber letztes Jahr war es noch so im Let's Play. Weil entweder hat Fraps Probleme. Ja, Fraps hat wahrscheinlich Probleme. Weil es flüssig ist ohne Fraps. Und Open Broadcast Software geht bei mir nicht. Nimmt nicht auf. Nimmt auch Livestream nicht auf, aber eventuell wird doch Livestream kommen, weil ich im Screen-Modus, also im Bildschirm-Modus aufnehmen werde wahrscheinlich. Werde heute Abend mal testen. Mache nachher gleich mal ein Teststream und freue ich. Wird es gestern gewesen sein, weil ich ja nicht so schnell aufnehmen kann, hochladen kann. Und ja, für die Leute, die fragen, wo Parfofexer gerade bleibt, ich bin eben die ganze Zeit hier in Regnum und warte eben auf diesen Moment. Und deshalb
kann ich nicht nebenbei noch nein, eben nicht. Powerful Exile aufnehmen. So, jetzt. Nanu? Nanu, wer ist denn das? Bob Sponge. Artillery Passade. Was machen denn die im Grüppchen? Ah, die küssen sich. Okay. Gut. Wow. Died. Died. Ich bin died. Nein, ich bin nicht died. Ich bin Lief. Okay. Was? Pequen oder Mai? Charm of Chaos. Also Schmuck. Schmuck des Chaos. Weiß jetzt nicht, was genau Charm heißt, aber in Diablo 2 heißt Charm Zauber. Da wurde schlecht übersetzt. Hey! Bin auch hoch. Mann, es geht nicht. Oh Mann. Was extrem eklig ist, so Jump'n'Run Einlagen, die man immer macht, um irgendwo hoch zu gelangen. Kann ich nicht in Rechnung. Zwar in Minecraft auch nicht, aber dort ist es wenigstens gebrauchlich. Hier nicht. Kann man doch nicht gebrauchen. So Leute, macht jetzt hier endlich diesen Stein rein. Immer dieses Gewarte. Ja, geht noch Tenax besiegen, genau. Leute. Ich werde ihn anzeigen. Ich werde ihn holen. Du da. Seine Leibwache macht genau das, was eigentlich die Leute nicht haben wollen. Die einen Edelstein holen. Aber gut, endlich. Geht doch. Shit. Hab schon gefreut. Hab ich auf diesen Moment gefreut. Also Leute, es macht endlich das Tor auf. Oh je. Rixaner. Oh, geht's mal. Cool. Wo habe ich die Auszeichnung? Ich sehe gar nicht. Ich sehe nur die anderen Spieler, die diese Auszeichnung bekommen. Ah, endlich. Ganz unten. Wow. So. Ich wette, die wollen den Drachen, dass ich gegenseitig zusammenschlage. Ich verstecke mich. Ne, ich gehe nach vorne. Ich will euch ja auch etwas zeigen. Ich verstecke mich genau dann, wenn der Unschiff wird. Ach man, oh, ihr kommt immer hoch, ich bin zu klein. Ah, ich bin auch oben. Okay, ich bleib hier. So. Ja, weiter kommt ihr nicht. Ihr müsst gar nicht probieren. So, meine Damen und Herren, kommt jetzt endlich der Drache. Also in Regnum hat es manchmal richtige, langweilige Szenen. Es müsste alles viel schneller gehen, also es müsste irgendwie gezwungen werden. So richtig schnell, bam bam, Action, fertig. Aber nein, Regnum will ein langweiliges Spiel sein. Gut.
Nein, nein, Regnum ist nicht langweilig, solange es jetzt geht, aber ja, zum Beispiel die Ignis-Invasion war richtig spannend, da ging mal was. Ich musste immer aufpassen, dass sie mich nicht fokussiert haben und so. Ist richtig spannend gewesen. Aber leider ist die Taktik von den Alsen katastrophal gewesen. Wahrscheinlich ist es unser Clan gewesen, der das geschafft hat. Und ein anderer von den Deutschen. Sieht süß aus von hinten, ne? Also, was wollen wir wünschen? XP-Bonus. Ich will oben nach oben. Was aktiviert denn? Seit wann geht das nicht mehr? Plünderjuwel. So, jetzt schauen wir noch den Drachen von vorne an. So, alle von der rechten Seite. Also ich finde die Drachen viel schöner als in Skyrim. Einfach die Texturen und so sind dort schöner. Aber das sind richtige Drachen. Die haben Arme. Ihr blöden Bethesda-Entwickler, die das sagen wollen. Wahrscheinlich waren sie zu OP. Und dadurch mussten sie die Arme wegschneiden und dafür die Arme, oh nein, die Arme in Flügel verwandeln. Ja. Ja. Ah, je. Ist schon klar, dass Drachen halt. Was gibt er denn? Drops? Ich glaube kaum, dass sie Drops geben. Wahrscheinlich einfach, oh, wir können den Drachen besiegen von Ignis. Wow. Ich glaube kaum, dass Syrtis gebet wird. Syrtis war immer das beste Reich in Valhalla, als ich ja Let's Played habe. Aber hier ist das Syrtis-Reich einfach ein Haufen voll den Jäger, die mich besiegen die ganze Zeit, also besiegt haben. Okay, also wurden alle Wünsche irgendwie geendet oder so. Aber glaube ich, Gold gab's. Das war noch, ist noch gelingen. Drop Boost könnte sein. Also, kann ich gleich mal ein Ankündigungsvideo machen, dass andere Let's Plays momentan nicht kommen. Da ich am Farmen bin. Was sind denn die anderen? Sind es so wenige von meinem Clan? Sind alle wieder hier drin, ne? Es ist gar niemand von meinem Clan hier. Da ist der Ding Bergmann. Okay, der Bergmann ist der Einzige. Ah, da oben sind ja der Rest. Diese Feiglinge. Da ist Anfanny, genau. Stefan ist auch hier. Gut. Wo ist der Ding da? Ist der nicht mehr hier? Der ist wahrscheinlich offline. Ja, steht gar nicht, stimmt. Steht hier gar nicht.
dir oder der, der mich eingeladen hat, ist auch nicht unten. Zum Klären. Ist eine See, glaube ich schon. Sind recht viele weibliche Zocker hier in Regnum. Vor allem in Syrtis von Valhalla. Da habe ich ja mal in einem Part vom Let's Play letztes Jahr gesagt, dass ich da eine kenne, seit der Closed Beta. Und ja, ja, Drache von Ignis. Und wohin? Wohin? Oh je. Peinlich. Oh je. Okay, lohnt sich nicht. Also ich nehme Antel Space wieder auf. Aber wo? Wo? Wann? Da. Soll ich mit? Kann. Ich frage einfach mal. Ah, bist du gleich offline gekommen? Okay. Ja, ja, wenn ich dann Let's Play Profi, also wenn ich dann 60 bin und Let's Player noch, dann werde ich, sag schon, dann werde ich ganz viele Steine holen und Wünsche frei haben. Ja, ich werde es machen. Wir werden alleine wahrscheinlich dann manchmal fort sein. Und vielleicht mit einem Kumpan. Waren wir ja, haben wir ja in Valhalla auch immer gemacht. Leider war ich ja immer der Schwache, den ich. Aber man hat ja gesehen, dass zum Beispiel ein Barbar Level 60 alleine einnehmen kann. Und halt nicht viel später sind oder nur blöde. So. Ich will aber zeigen. Die wollen halt zum Warmaster zuerst, okay. 12.000, 40.000, 40.000. Ja, das Pferd ist 150. Das werden wir schnell haben. Aber ich werde es nicht benutzen dann. Ich werde dann meinen Bären benutzen. Ich finde Bären passt einfach zu einem kleinen Hasen am besten. Sieht einfach so ein bisschen übermäßig aus. Oh je. Yeah. Ich frage mich jetzt wirklich, was New? Ist der günstiger geworden? Dann nehme ich den Helion. Ich hab aber wahrscheinlich längere Zeit noch nicht die Möglichkeit, einen zu kaufen. Ah, das ist einfach, weil sie günstiger sind. Ja, ja. Kaufe ich 500 Boost. Der andere Boost ist 2500. Hä? Ist der denn irgendwie 8000 oder 10.000? Hm. Soll ich 5000? 5 Euro? Pff. Was ist jetzt? Das ist da. Ja, da ist es. Da ist es, das Ding. Ah, also mit der Gruppe. Ja. Schade kann ich es nicht. Aber wir werden es ja sicher mal wieder haben. Also bald. Wenn ich dann Level irgendwas mit 50 bin. Okay, ja. War wieder ein bisschen ein kürzerer, aber dafür tollerer Part. Und der nächste Part kommt ja so bald wie möglich. Also meistens eben einen halben Tag danach. Morgens und abends. Immer. Ja, entweder früh oder spät oder so. Weil ich will ja ein Let's Player sein, der sich nicht nach Plänen auszeichnen muss oder so. Ja, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal, euer Drago Basler. Tschüss.